Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig Tutorial. Heute geht es um die Volume Automation, also die Lautstärkenautomation. Und ja, das ist ein kleiner Trick in Bitwig, wie man die Automation am flexibelsten hält. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier zwei Tracks vorbereitet. Beide haben das gleiche Instrument, den Alligator. Und ich habe zum ersten Track einen anderen Ton genommen als zum zweiten Track. Das hört sich jetzt so an, der erste Track. Und der zweite Track hört sich so an. Etwas tiefer. Aber da sehe ich schon. So. So, jetzt hört es auch die richtige Lautstärke. So, normalerweise, wenn ich jetzt die Lautstärke automatisieren möchte, mache ich hier die Automatisierung auf, klicke auf den Regler, den ich automatisieren möchte. Mixer Volume ist hier richtig ausgewählt und sage jetzt, okay, ersten Takt möchte ich, dass die Lautstärke reinfadet. Das Ganze hört sich dann so an. Und man sieht schön, wie der Fader langsam hochgeht. So, das ist natürlich schön, nur wenn ich jetzt nachher hingehe und sage, der Track ist mir insgesamt zu laut, dann habe ich folgendes Problem. Wenn ich jetzt hier den Regler packe und anders hinschiebe, damit es ungefähr diese Lautstärke hat, dann ist hier oben diese Automationswarnschildchen an. Und wie man sieht, wenn der Track durchläuft, wird die Automation nicht mehr abgefahren. Das heißt, hier bewegt sich jetzt nichts mehr. Erst wenn ich hier wieder draufklicke, Restore Automation Control, dann wird diese Automation auch wieder berücksichtigt. Allerdings kann ich hier jetzt keine Lautstärke mehr einstellen über den Mixer. Zum Beispiel hier. Sieht man ja, wie das schön hier rein gefadet kommt. Und wenn ich das jetzt hier wieder verändere, dann ist die Automation außer Kraft gesetzt. Das möchte ich natürlich nicht. So. Deshalb gehe ich hin und packe mir in meine Spur ein Tool-Device. Das Tool-Device kann ich hier nochmal schnell machen. Das hole ich mir ganz einfach hier raus. Gebe Tool ein im Browser, wähle es aus, sage okay. Mache hier die Automationen auf. Tipp hier einmal den Volume-Schalter an, sodass ich die Volume-Spur von dem Tool ausgewählt habe. Mach mir jetzt wieder hier so ein Fade-In mit dem Tool-Device und lasse das jetzt mal abspielen und sehe, wie hier unten im Tool-Device das langsam aufgezogen wird und die Automation abgefahren wird. Ist mir das jetzt hier zu laut, schiebe ich das einfach das Instrument leiser. Und die Automation wird immer noch abgefahren. Ich kriege hier keine Meldung, dass die Automation unterbrochen wäre. Und ich kann ja immer noch schön die Lautstärke regeln, wie ich das später in meinem Mix haben will. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, der Trick, der Kleine, hat euch was gebracht. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann. Bye-bye.